Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel Welpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir mit Rainer und Orm einen kleinen PC repariert und Rainer hat sie alle fertig gemacht. Oh, wer hätte das geglaubt? Ist halt Rainer Skill, was der da aufbringt, ne? So, und jetzt sind wir in dem Gericht der Verdammten, oder das Gericht der Verdammten. Willkommen in der Verdammnis. Auf Erden ist ihr böses Leben zu Ende gegangen. Nun stehen sie vor mir, damit ich mein Urteil über sie sprechen kann. Wie, sie meinen, sie waren gar nicht böse? Den Beweis müssen wir schon erbringen. Bahnen sie sich ihren Weg durch mein Gebiet. Wenn sie das erreichen, was mir am meisten bedeutet, will ich ihnen das Leben schenken. Doch nehmen sie sich vor dem Strudel in Acht, der unter ihnen liegt. Dort erwarten sie nichts als ewiger Pain und gequälte Qualen. Jo, hey. So, ist der Typ, der uns die ganze Zeit irgendwie Aufgaben gibt, oder? Naja. Weiß ich nicht. Irgendwie gab es ja auch mal, als wir irgendwie so Fallschirmübungen machen mussten. Da haben wir auch irgendwie so Roger Roger geredet. Also ich glaube, mich hat halt immer die gleiche Person, die uns den Auftrag hier gibt. Aber klang so. Hier kommen die Würmer, wenn sie sterben? Anscheinend. Wow, was ist das denn? Erwarten Sie, der wahnsinnige Vater tot, besonders auf Sie, blablabla. Nehmen Sie ohne... Ey, da geht's doch schnell vorbei. So, William Orm in der Hölle. Warum auch nicht? Schätz mal, meine Güte, das sieht voll imposant aus. Schätz mal, ich muss da hinten hin. Weiß ich ja nicht. Konnte ja wieder nicht so schnell lesen, was da stand. Dann lass mich mal hier runter wahrscheinlich. Oh Mann, das sieht sehr einladend aus. Und die Musik, ey. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Oh, perfekt, genau das wollte ich machen. Boom, das war die erste Insel. Hey. Ja. Sehen Sie halt in sich nicht lange, Beeilung. Wenn Sie was hoch sein, seien Sie vorsichtig. Ach, wann bin ich jemals irgendwann runtergefallen? Boah, sieht da unten ein Land aus. So. So. Muss mich mal irgendwo kratzen. Das war natürlich wieder sehr informativ, ne? Und nun dann? Komme ich da überhaupt hin? Ich könnte aber die Dinger hier springen, glaube ich. Ich gehe mal einen sicheren Weg. Komme ich da rüber? Sieht irgendwie sprunghaftmäßig nicht machbar aus. Oh mein Gott! Wir haben es irgendwie geschafft. Boom, und noch mehr Land im Eimer. Boah. Genau, zerstört dein eigenes Reich. Warum auch nicht? Tod oder wie auch immer. Herr Wurm. Warum Herr Wurm? Herr Tod. Ja, ins Niemandsland der Würmer. Okay, da möchte ich aber nicht hin. Ist ja was. Hier so eine teuflische Toilette oder so, ne? Ja. Einfach weiter. Schon nichts passieren. Aber sieht noch einfach aus, die Level. Dann sagt er und flog darunter. Ah! Nein! Oh Mann. Ich da gegen den Knochen, ey, gestoßen. Ist doch nicht. Dann nochmal. Ich kann ja heute mal lesen, was da steht. Ja, guck mal so, wie immer, wenn sie sterben. Also warten der Wahnsinn auf etwas Besonderes für sie auf Lager. Nehmen sie sich Leben ohne zu fallen und bla 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 bla. Warum geht das so schnell weg? Ich krieg die Krise. Da ist ja noch mal irgendwo so ein Ding. Wieder die gleiche Höhe, glaube ich. Verdammt.
Genauso will ich das machen. Das war die erste Insel, ja. Vielleicht kaputt zu machen, Mann. Ja, seien Sie vorsichtig. Ach, was. Hilfe. Wow. Hier muss doch irgendwo so ein Ding sein, hier so ein, weiß nicht. Nee? Welches? Welcher Drecksack? Okay, nochmal. Oh, oh Gott. Man bekomme ich Schaden? Ich tue gar nicht fallen. Stehe ich nicht. So, das ist doch so hoch. Genau, in der Hölle regnet es. Klar, ist halt die Hölle, da muss halt beschissenes Wetter sein, wahrscheinlich. So, dann jetzt nicht wahrscheinlich auf den Knochen da drauf, ne? Ja, machen wir so. Boah, sieht voll imposant aus. So. Ah, okay. Aber ich schon weg. Na. Hilfe! Nein! Verdammt! Ich habe schon gesehen, dass ich da runterfallen würde, ey. Ich muss ja ausgerechnet dazwischen irgendwo landen. Wahrscheinlich nur dieses Level hier sein, oder? Ja, wir wissen es langsam. So. Alles klar, dann. Mal ein bisschen so. Ist immer noch. Boah. Ich krieg gleich hin. Sehr gut. Warum geht der Balken auch kaputt, Mann? So, und jetzt hier rüber. Was, warum vorsichtig? Was ist denn schon Schlimmes passiert? Aber ich hätte nicht gedacht, der so kurz springt, ey. Als ich so gesprungen bin. Wo ist hier ein Balken? Ich verstehe das nicht. Warte mal, wie weit springe ich denn? Ja, nicht so. Aber. Schaffe ich das überhaupt so? Nee, oder? Doch, so schaffe ich das. Ohne Schaden. Ich verstehe nicht, warum ich Schaden bekomme, nur weil ich einen Doppelsprung mache. Hallo. Hat für mich gar keinen Sinn. Und jetzt regnet es nicht mehr. So, jetzt ohne darunter zu fallen, wenn es geht. Ich hab gesagt, ohne runterfallen, Mann. Was ist denn das für ein Dreck? Schon wieder an der gleichen Stelle runtergefallen. Oh. Jetzt wird langsam idiotisch. Mal so 2-3 Minuten hier festzuhängen. So. Vorsichtig. Meine Güte, ey. Jetzt möchte ich den Balken mal vernünftig da einpacken, dass ich nicht direkt Schaden bekomme. Keine Ahnung, wenn das so ist, dann sieht das erst nicht so aus, als würde das so breit werden. So, und dann jetzt da, das faltet sich voll auseinander irgendwie. Voll, weiß ich nicht. Macht keinen Sinn, halt. So, das Ding explodiert.
Wir müssen jetzt überseilen, aber vorsichtig. Die ist nicht alles stabil, die Inseln halten nicht lange, Beeilung. Ah, ich weiß. William Orm hat doch keine Angst hier vor dem Tod, ey. Weil wir schon so oft gestorben sind mal. Da lang, nicht da lang. Nein, Hilfe. Schlimmer kann es eigentlich nicht werden, ey. Da Dreck, ich hab doch Springen gedrückt. Ey. Was ist das? Wir haben 2 Minuten vergeigt, ey. Gibt's doch nicht. Weißt du, da schaffe ich mit Rainer hier alle zu erlegen. Aber dann schaffe ich hier nicht einfach so durchzuspringen. Das gibt's doch nicht. Man fehlt wenigstens die ganze Folge, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich kann Bock noch irgendwas dran zu hängen, ey. Güte. So, jetzt aber mit dem Balken. So, ich tue ihn ganz tief. So, das ist doch perfekt jetzt, oder? Nee. Ja. Geht doch. Ohne solche Stunts hier rüber zu gehen, ne? So. Muss nicht nach unten schauen. Ich weiß, da unten ist jetzt sehr schön, deswegen sind wir auch schon so oft darunter gegangen, aber muss nicht sein. So, sprengen. Danke. Meine Güte. So, und jetzt nicht da runterfallen, bitte. Einfach hier auf die Knochen drauf. Fall er gleich wieder runter, ich sehe das doch. So auf den Knochen, ey. So, ganz langsam. Mit langsam meine ich vorsichtig. Ob ich hier wie ein Akrobat durchspringe. Ja. Nein, nicht da lang, meine Güte. Haben wir es jetzt bald? Ja, der tut so wenig. Natürlich lieber den Sprung machen und so zurücklenken. Schon geht besser zu klappen. So, da komme ich dir gleich hin, ey. Was? Ey. Hey, ich wollte ohne KP-Verlust durchrennen. Vielleicht hätte ich dann Gold bekommen. Also ich werde ja wohl nicht gehetzt werden oder so, ne? So, Schmischleben. Mami, ich komme nach Hause. Boah, bin ich gut. Boah. Sehr schön. Ich krieg Bronze, ich habe mich gut angestellt. Finde ich. Ja gut, danke. Boah. Ich habe mich echt manchmal, wenn die ganzen Dinger werft. Hier diese Esel und diese, weiß ich nicht, Dinger, die vom Himmel fallen und so. Ist mir doch ein bisschen unlogisch. Universum, wo wir mal gegeneinander kämpfen mit Bazookas und Granaten. Und wenn wir der Typ eigentlich mal checken, dass das, also immer da drin ist, ihn töten will. Ja, genau so. Mitten in die Fresse. Und dann freut er sich. Ich habe keine Ahnung wieso. Das Licht, die Finsternis, okay. Können wir uns ja auch mal angucken eigentlich. Was da alles so ist. So, Showdown am Korallenriff. Schauen wir uns mal ein paar Dinger hier an. 29%.
wo ist das Wurmpedia? Mal auch mal reingucken. Das ist ehrlich gesagt keine Lust, noch weiter ein Level zu machen. Wer weiß, wie lange das dauert. So, jetzt sehen wir die Waffen: Bazooka, Granate, Splitterbombe, Mörser. Haben auch schon selten. Zielflugrakete haben auch erst selten. Bekommen Trieftaube, Bananenbombe, Wikinger-Axt. Die haben wir auch, glaube ich, nur einmal. Schubser, Feuerfaust, Baseballschläger, Schrotflinte, Uzi, Dynamit, Landmine, Schaf, super Schaf, Wahnsinnsrinder, alte Oma, heilige Handgranate, Erdbeben, Benzinbombe, Waage der Gerechtigkeit, Benzinkanister, Luftangriff, Atomtest, Wurmwahl, Teleport, Fallschirm, Ninja-Seil, Balken, Jetpack, Kaliberbombe, Blasrohr, Lotteriestreik, Ärztestreik, Fernglas, oder stand da Ärztestreich? Das verstehe ich dann irgendwie nicht so. Kistengucker, Doppelschaden, doppelte Zugdauer, Frost, verringerte Schwerkraft, genug Insiderwissen. Okay, das sind so Geschichten, ne? Also das letzte, das wir brauchen, das da kann man ja mal so nachgucken. Special Music, okay. Agent Dennis. Worms Armageddon, okay. Ist mit welchem Leben, okay. Das Licht, Würmerreligion, Licht. Wenn es um die Würmerei geht, gibt es dann vielerlei Wege. Die Finsternis, Würmerreligion, Finsternis. Und zwar irgendwie am Ende noch mal alles so durchlesen. Ja, der Puppen. Die Helligkeit. Ja, diese Bewegung, die im Jahr 2002 von Paul Power und Apollo gegründet worden war. An der bestimmten Seite Lichtfinsternis, Grau, Kanalisation, Rückseite und so weiter. Was? Wurmklamotten. Das ist mein letzter Wurmsyndrom. Okay. Ja, weiß ich nicht. Mach mal hier eine kurze Folge. Ja, und die nächste Story. Lass mal gucken, wie viele wir haben bis jetzt. Meine Güte, wie viele das sind, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ist das schon, okay. Dann haben wir in der nächsten Folge Level 24 schon vor uns. Sehr gut. Na gut, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Worms 3D. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.